Guten Morgen. Heute wieder mein Vlog. Ich bin noch ziemlich müde. Ich renne jetzt noch zur Tankstelle. Heute ist ja das zweite Fotoshooting. Und ich renne jetzt zur Tankstelle, weil ich dummes Huhn eben vergessen habe, noch was für die Models einkaufen zu gehen. So Snacks halt, dass sie mir da währenddessen nicht verhungern. Oh, und jetzt darf ich zur Tankstelle rennen, weil heute ist Sonntag, heute hat nichts offen. Und heute ist auch keine Sau auf der Straße, was praktisch ist, weil dann kann ich ohne mich zu schämen vloggen. Und ja, ich habe mich heute auch dementsprechend für ein Fotoshooting geschminkt, weil ich heute auch fotografiert werde. Ich mir dachte, hey, wenn die Models schon fotografiert werden, will ich auch fotografiert werden. Und boah, ich bin todmüde. Aber wir sehen uns dann später, würde ich sagen. Also, hallo Leute! Gerade mit Schminken. Aber schaut voll gut aus. Ich mag die Lippen. Also sonst auch alles, aber... von der Farbe. Das ist egal. Nee, ich finde von der Farbe her, von dem passt das eigentlich jetzt richtig gut. Ich glaube, ich finde die Farbe relativ gut getroffen eigentlich, ja. Mal so eine Frage, wie bist du eigentlich auf die Farbe von Rot oder Mahagoni gekommen eigentlich? Du bist sicher nicht an der Naturfarbe, kannst du mir erzählen. Nein, natürlich nicht. Nein, ich habe da irgendwie Fotos mal gesehen und es hat mir so gut gefallen. Und was Neues? Ja. Aber Rot lässt sich so schwer rauswaschen. Meiner Meinung nach. Ich hatte schon mal Rot, deswegen sind sie jetzt schwarzer. Wie sie hin und her nachher also sind, glaube ich. Ich renne da so hin und her, das ist unglaublich. Hast du das? Aber es schimmert so schön in unterschiedlichen Farben, das taugt mir. Ich hoffe, das sieht eher auf der Kamera dann gut aus. Ich merke schon, wie oft ich die Schuhe halt an- und ausziehen werde. Geil. Kommt gut rüber. Oh, das ist geil, also von hinten sieht aus wie so ein Pfau. So. Das da. Sieht super aus. Das ist cool, also. Ich freue mich. Fühlt sich immer richtig drauf? Geht's, oder? Ja. Die Schleife lassen wir mal so liegen. Ich rutsche auf dem Stoff so. Na, hui. Na, wie rutscht man denn auch? Beine überkreuzt. Ja, so andere Richtung. Like a lady. Geht das? Geht's hier, oder ist das überkreuzen? Ja. Nein, es geht so, ja, genau. Ich meine, aber fordere sie nicht. Wo überkreuzt? Kannst du ja ruhig lächeln, die du Puja ruhig auch. Ich vergesse zwischendurch immer zu filmen. Mittlerweile renne ich jetzt schon ohne Schuhe rum, weil ich immer auf das hier gehen muss und irgendwas richten muss. Mittlerweile ist das eine Model schon fertig fotografiert worden. Und das andere wird jetzt noch geschminkt. Und ja, keine Ahnung, wie es dann noch ausschaut. Ich hab die Kamera. Und gafft er mich an? 3, 2, 1? Ne, doch nicht. So. Hab die Kamera. Ups, hallo. Gott. Hast du das? So. Platz. Ich muss mich mal wieder rauf verfrachten. Das wackelt so schön. Das ist gut, ich bin gleich. Ich hab so Angst. Ich bin aufgestiegen und bin gleich mal umgekehrt. Wow. Ich hab nicht bist du drauf gesprungen? Ja, ja, für normal bist du ja. Ja, also. Schuh. Jetzt kommen die Lippen, ne? Ja. Geil. Ja, es ist so. Und der Rest. Oh, cool. Ich finde das super. Ich find's geil. Das wäre perfekt gewesen. Was? Ja, von gestern war. Ach so, ja, voll genau, das war was. Gleich so fein. Aber nein, nein, ich spiel's nur vor. Ah, du Rock, das haben wir schon vorher gesagt, gell? Ja. Komm mal fort. Ich finde dieses Teil, diese Pinzette trotzdem sehr faszinierend. Gestern gleich, dass ich overdressed war. Mit deinen Schuhen überhaupt, gell? Nein, nicht am Ball. Achso. Achso, ja, bist du dann mit dem Anzug gegangen? Ja, sicher. Nee. Ich dachte schon. Overdressed durfte sehen, alle mit Kappe und. Ey, du hast es so Menge gestrahlt, ist so gut, ja, oder wirklich nicht? Bist du auch müde? Ich bin total tot. Ah, ich nehme jetzt den Platz weg. Jetzt kommt mir erstmal eine Ladestation. Falls mir der Akku leer irgendwie geht oder so, oder was da nicht richtig. Weiß ich nicht. Was? Nein, das gehört nicht mehr.
Ich hab meine Sachen überall verteilt, ja, aber ich sammle sie ja alle gerade ein. Das ist einigermaßen. Oh, ich bin froh, wenn ich zu Hause Kartoffeln bekomme zum Essen. Und mich hinlegen kann und mich nicht mehr bewegen kann. Gott. Wie weit ist sie? Ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber sie machen gerade die Augen und alles. Rouge und Make-up und ich glaube, ich weiß noch nicht, habe noch wirklich nicht genau geschaut. Also die Haare haben es gleich gemacht, weil das nicht viel ist, weil das nur glätten ist und das war's. Ihm juckt das so gar nicht, ich bin nur der Fotograf. Ist nicht meine Abteilung. Ach ja. Sorry, dass ich so wenig filme, aber ich habe irgendwie überhaupt keine Zeit. Ich renne immer hin und her und dann vergesse ich immer drauf zu filmen. Ah ja. So. Ja, Kurve. Ich muss mal schauen, wie weit ihr schon seid. Ich komm, guck's hin. Ah, jetzt kommt das Make-up. Was ist das? Eine Vloggenkamera, da kann man so sich selber filmen. Kannst du den roten BH verstecken? Ah, so ein bisschen. Die andere Seite. Hup, hup, hup. So, hier weg. Bleib so, ja. Voll das Gefängnisfoto. So, ja. Einmal es hinten, die Haare. Gib mal alle nach hinten. Genau. Genau. So, dann mal von der Seite. Wir müssen gerade lernen. Bitte? So,